Willkommen zurück zu Final Fantasy Brave Exvius oder eher willkommen zu Final Fantasy Brave Exvius und zwar Free-to-Play-Projekt von mir. Heißt hier dann auch Heide Free-to-Play. Und zwar habe ich hier einen neuen Account rerollt. Das hat so 40 Versuche circa gedauert, ehe ich dann endlich mal in Orlando bekommen hatte. Ich wollte eigentlich eine Roberta, aber Orlando tut's auch. Und ich hatte keinen Bock, noch weitere Rerolls zu machen. Ich habe schon mal ein bisschen das Raid-Event gemacht und so ein bisschen angelevelt quasi den Account. Und ja, so sieht das bisher aus. Wir haben hier zweimal E-Stoller, wird auch zweimal behalten, weil wenn man mal zwei Heiler braucht, was im Free-to-Play durchaus öfter der Fall sein kann, dann nehmen wir die beiden Minfilia, ebenfalls vom Event, sehr hilfreich. Sirius kann man behalten. Ludmilla ist sogar ziemlich interessant. Ludmilla gibt's garantiert als ersten Summon im Tutorial. Ich habe in all diesen Tries immer Ludmilla am Anfang gezogen. Das war früher definitiv nicht so. Da gab's einen Friend Summon und keine sinnvolle Einheit. Also wer keinen Dualcast hat, beim Reroll kriegt man definitiv Dualcast. Beziehungsweise die Einheit vom Dualcast. Ja, Shizuru, Shine, zweimal Able, das wäre noch interessant. Und ansonsten noch nichts Besonderes hier zu sehen. Wie gesagt, das ist jetzt der zweite Tag, was ich den Account jetzt spiele. Orlando hat natürlich noch kein sonderlich großes Equip. Noch nicht sonderlich ausgebaut. Muss jetzt noch erweckt werden. Da habe ich erst vom Raid hier. Ja, die 15 Dinger, die habe ich noch gar nicht. Da müssen wir mal gucken. Ah, hier fehlen mir noch zwei, um die Stoller dann auszubauen. Beziehungsweise brauche ich davon 10 insgesamt. Ja, das wird auf jeden Fall so ein Projekt. Die ersten TMs, die ich hier ausbaue, ist Able, ganz klar. Weil wir haben kein Zidane, dass wir jetzt uns zwei Hände machen können. Wir haben kein Gigamesh, dass wir uns jetzt großartig den Handschuh holen können. Able, das nächstbeste hier. Wird dann auch Trust Farming auf jeden Fall laufen. Mit dem Team erstmal. Außer ich bekomme noch ein paar mehr Able. Dann werden das mehr Able, weil das ist für mich definitiv ganz wichtig, den sein Schwert erstmal zu bekommen. Beziehungsweise sein Dolch. Und ja, viel gibt es dazu jetzt eigentlich noch nicht zu sagen. Ich werde dann mal gucken, ab und an mal ein paar Videos dazu mache, wie es mit dem Account so läuft. Und wir gucken gleich mal, ob wir nicht vielleicht ein besseres Schwert rankriegen können für Orlando. Danach, die beiden werden sicherlich noch nicht funktionieren, aber der Drache könnte vielleicht sogar schon funktionieren. Erstmal Angriff und Magie breaken von ihm. Das wäre extrem fail, wenn der jetzt stirbt. Ja, nicht auch irgendwas. Mit der kann man nicht wirklich was machen. Blenden höchstens. Nicht der. Ach, fuck. So eine Scheiße. Oh, fuck. Ja, das Stoller wird das jetzt definitiv nicht machen können.
Aber macht ja nichts. Das kostet ja hier keine Energie oder irgendwas. Probieren es einfach nochmal, weil das war so knapp. Nee, ich will nicht wiederbeleben. Denkt man, wir werden gleich mal mit einem kosmischen Schlag loslegen. Ah. Ach Kacke, jetzt habe ich vergessen, ihre Fähigkeit. Na, egal. Macht eh nicht wirklich viel vom Schaden. Ob wir mal seinen Limit Burst ausprobieren sollten. Na, machen wir einfach mal. Ja, so viel macht es jetzt auch nicht. Ja, das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren diesmal. Wunderbar. Man könnte natürlich auch einfach warten, ehe die anderen Einheiten auch ein bisschen höher am Level sind. Da haben wir doch das Schwertchen. Da fällt mir gerade ein. Warum ist er eigentlich nicht Lesso? Da gehört eigentlich Shizuku hin. Egal. Der wird mit Sicherheit nicht funktionieren. Macht zumindest nicht so viel Schaden. Ja, okay, so viel dazu. Der Break alle. Gut, da sollte man dann schon drauf achten. Mal wieder breaken, nicht dass wir hier gleich wieder übelst in die Fresse bekommen.
Ist interessant, dass sich hier Meere leichter zu sein scheint als der Drache. Oh, hat gar kein Mana bekommen. Hat die Chimäre wohl auch kein Mana mehr übrig, wie es scheint. Da ist der Break alle. Nicht gut. Kann ich allerdings auch nicht nochmal drauf machen. Sehr unpraktisch gerade. Ach komm, die ist doch tot. Haben wir die auch gleich noch erledigt. Wunderbar. Toll. Dachte, die kriegt vielleicht eine bessere Heilung, aber... Das ist auf jeden Fall erstmal eine gute Rüstung für den Anfang. So. Den schaffen wir jetzt aber definitiv nicht, den Brontosaurus. Den heben wir uns dann fürs nächste Mal auf. Ja, Story bin ich hier gerade frisch auf der zweiten Insel. Und boah, sonderlich mehr gibt es jetzt auch bloß nicht zu sehen. Da würde ich sagen, macht's gut und ja, lasst mir am besten mal einen Kommentar da, ob ihr das überhaupt sehen wollt, was mit dem Account passiert oder nicht oder wie oder was. Macht's gut.